Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Alien Dawn bzw. Stranded Alien Dawn. Es wird total unterschiedlich auf YouTube gesucht. Die ersten Folgen kamen gut bei euch an und wir sind in unserer Kolonie. Marky und Connor gehen an die Arbeit, würde ich sagen. Und wir haben gerade hier dieses Heptagonia haben wir, ich mache mal kurz Pause. Heptagonia haben wir jetzt gerade erforscht bzw. untersucht, ne? Und daraus können wir einen Sirup machen und wir können das Zeug anpflanzen, diese Pflanzen. Ja, dann noch ein paar Dinge. Genau, es kam die Frage mit den Lagern, die wir hier gebaut haben. Da gibt es ja unterschiedliche Lagermöglichkeiten. Und ich habe mir das auch außerhalb des Streams oder beziehungsweise nachdem wir die ersten Folgen aufgenommen haben, nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Es gibt hier einmal die Wardrobe und die Double Wardrobe. Das sind praktisch Schränke, die Kleidung und Waffen beinhalten können. Das bedeutet, eigentlich könnten wir das auch bauen, wobei Waffen haben wir nicht viel und Kleidung auch nicht. Dann gibt es die Storage Chest, das ist praktisch, die haben wir hier gebaut. Die beinhaltet Nahrung oder kleinere Objekte. Also ich denke mal, dass wir hier die Medikits reinpacken könnten oder halt Sprit und solche Sachen. Und alles andere muss auch das Regal macht zum Beispiel das gleiche wie die Kiste, nur halt, da steht es auch, cannot fit large construction resources. Also ich denke, dass wir nicht ins Regal oder die Kiste Baumstämme reinbekommen oder Zweige oder wahrscheinlich die Blechteile, die wir hier so haben, ne? Also von daher, ich würde es auch gerne erst aufbauen, wenn wir ein anständiges Haus haben. Deswegen muss man hier der Simon, der in der letzten Folge dazugekommen ist, mal langsam seine Forschung abschließen. Da haben wir einmal die Spaceship Construction. Das ist das hier. Und ich würde dann das hier mal rausnehmen. Ich weiß nicht. Ah, so wählt man es ab. Und würde hier auf Construction Basics gehen. Das ist nämlich die Möglichkeit, eine Basis zu konstruieren. Oh, komm mal hier. Wir können Bier brauen. Und Antibiotika. Und Ölextraktion. Ja, Forschung ist echt wichtig. Da wird sich teilweise in den Kommentaren auf Steam auch beschwert, dass das alles zu langsam geht. Gut, ich könnte einen zweiten Tisch bauen, ne? Wird es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Naja, wir haben jetzt Simon dazu bekommen beim letzten Mal. Der ist ja irgendwo hier verschollen angekommen und der wird uns wahrscheinlich unterstützen. So, was wir auf jeden Fall mal machen müssen ist, Essen wurde beim letzten Mal angeprangert. Und ich überlege gerade, was wir machen. Die Buttermelon. Wie schnell wächst das Ding? 12 Tage und das in 9 Tagen. Das wächst zwischen minus 52. Okay, das ist das Gleiche. Nur die wachsen schneller. Hm. Also eigentlich müssen wir damit beginnen, auch ein paar Felder anzulegen, ne? Damit wir ein bisschen mehr Alternativen an Nahrung haben. Jetzt überlege ich gerade, ich würde gerne hier dann die Basis aufbauen. Hier so das Haus Richtung See. Und das ist ja nur ein temporäres Lager. Also würde ich sagen, da der Mais schneller wächst, wo sind wir denn? Wir sind jetzt im Frühjahr. Ich würde sagen, wir machen ein Maisfeld. Ich habe nur keine Ahnung, wie groß. Im Tutorial hat er gesagt, 5x5 wäre eine gute, Art. Output when harvest 10 Grain 40. Wir machen Kürbisse. Wir machen hier einfach mal ein Feld hin. Gibt es hier irgendwie sowas wie Fruchtbarkeit im Boden? Weiß man nicht. Ich ziehe jetzt hier mal so ein Feld. 10x8. 8x8. Ich denke, das langt am Anfang. Mache ich mal hier neben dran. Wobei, wir sollten es mit ein bisschen mehr Abstand machen, damit wir hier die Basis gut aufbauen können und dahinter eventuell noch einen Zaun. Ich habe halt die Hoffnung, dass hier an diesem Felsrand keine Gegner hochkommen. Ah, hier steht auch 75% Growth. Hier sieht man es ja unter dem Mauszeiger. Gibt es hier Bereiche? Ah! Hier. Soil. Hier ist anscheinend... Seht ihr das? Wenn ich mit der Maus drüber gehe, seht ihr, das ist hier dunkelgrün hier unten. Und hier oben ist wieder, okay. Ja, aber ich werde jetzt hier oben die Basis aufbauen. Ich gehe jetzt hier nicht JWD mit dem... Hier drüben auch. Hier ist auch 100%. Okay, also es gibt also Unterschiede. Gut, dann machen wir hier ein... keine Ahnung. So, 8x8. Erstmal klein beginnen. Sollen sie da die Kürbisse ansetzen? Dann können wir da vielleicht daneben dran noch ein Feld machen für die...
Für den Mais. Und wir auch nochmal ein 8x8. Mal gucken, ob das geht. Ich glaube, wer war von uns hier der oder diejenige, die die Felder gut anlegen kann? Farming 0. Die Emmeline. Maki ist noch besser. Okay, Maki müsste das machen. Dann können wir direkt mal auf diese Activities gehen. Maki ist mit Forschen. Das würde ich jetzt rausnehmen, nachdem wir Simon bekommen haben. Und würde sie mit Prio 1 auf Heilen und auf Plant. Und da müssen wir noch Harvest mal auf 1 machen, ne? Ja, machen wir es so mal. Mal gucken. Achso, und die Emmeline könnte da mithelfen. Dann können wir die auch noch ein bisschen einteilen, dass sie hier mithilft auf dem Feld. Da machen wir die immer auf Prio 2. Also, du machst Harvest Prio 2 und Plant, also umgekehrt. So, mal gucken. So. Sollen sie mal anlegen. Was war das gerade? Also, wir haben hier scavenged, haben wir Sachen auseinandergenommen. Dann haben wir den Skinbark, das ist dieses vegane Leder. Hatten wir erforscht. Dann sagt er uns, dass wir nur noch für 4 Tage zu essen haben. Und jetzt haben wir Spaceship Deconstruction erforscht. Das ist natürlich super und er macht jetzt direkt weiter hier mit Basis aufbauen. Das ist super. Das ist sehr gut. So. Jetzt rennen die da hin und was machen die? Ich glaube, die haben noch die Aufgabe, das auseinanderzunehmen, oder? Wow, wow, wow. Was sind das für Viecher? Wie eine Riesenfledermaus. Okay, der nimmt das noch auseinander und sie trägt die Ressourcen. Das lassen wir auch erstmal. Und später dekonstruieren wir das. Dann kriegen wir nämlich das Metall da raus, hoffe ich mal. Und wir können ja auch die Kürbisse hier ernten, ne? Ich lasse sie jetzt erstmal die Felder anlegen. Dann können die nämlich in Ruhe wachsen. Und danach sage ich, dass sie hier die Kürbisse abbauen. Und halt auch diese neu entdeckten, wie heißen sie hier nochmal? Die Heptagonia. Damit wir diesen Sirup machen können. Ich weiß nicht, was der macht. Ob der als Nahrung gilt. Aber ich gehe mal von aus. Oder endlich eine Limo machen. Guck mal, das geht ja relativ schnell. Felder vorbereiten. Das geht ja recht zügig. Gut. So, wo sind denn die Einzelnen unterwegs? Also, Connor ist hier hinten am Auseinandernehmen. Emmeline macht das Feld. Maki trägt Ressourcen hin und her. Quinn ist... Weiß ich nicht. Und Simon... Ist. Nee, forschen bitte. Wer war doch nochmal unser Forscher? Habe ich die nicht richtig eingestellt? Doch, ich habe die doch richtig eingestellt, oder? Oder haben wir gerade Mittagspause? Nee, 9 Uhr. Scavenge Research. Doch, haben wir 2 auf 1. Passt. Ja. Nee, doch, das passt. Wie sieht's aus mit Waffen? Haben wir noch welche dazu bekommen? Wir können es mal ausprobieren. Ich glaube, er hat eine Pistole, sie hat eine Pistole. Wenn wir jetzt bitte auf der Ausrüstung draufgehen und gehen hier auf Waffen. Ne, wir haben nichts anderes. Okay, passt. Ich dachte, wir hätten eventuell noch so eine Pulswaffe da gefunden. Ich weiß halt nicht genau, wann die Aliens angreifen. Das ist ja im Spiel so, dass regelmäßig Aliens in Wellen kommen. Ich habe auch hier in der Umgebung noch nichts gesehen an Aliens. Also, natürlich die hier, aber nicht irgendwie fein... Oh. Die... Ein Flying Insect. Den könnten wir butchern. Dann hätten wir Fleisch. Und hier ist ein Vogel. Nee, ein Geier. Oh, geil. Hat er das Ding hier gerissen? Oder ist das an Altersschwäche verstorben? Ich weiß nicht, ob ich hier alles in den Mund stecken will, was hier so rumkreucht und fleucht. Ach, du bist ja niedlich. Was bist denn du? Siehst aus wie unser großer Kater. Auch so kugelrund. Big Horned Animal. Raw Red Meat Hides. Unknown Animal Species. Hunt oder Observe. Und ist relativ peaceful. Ich glaube, das ist ein... Ist das ein Junges von dem Großen hier? Weil das sind ja mächtige Hörner und hier so kleine Stummelhörner. Hm. Wollt das mal untersuchen lassen? Ich lasse das mal untersuchen. Ich hoffe, dass das nicht schief geht. Mal gucken, ob jetzt hier einer hinrennt. Ich finde den See so schön. Alles so lila. In Twitch-Farben. Aber sieht sehr ölig aus da drin, ne?
Ah, jetzt geht Maki los. Observing Horned Animal. Oh Gott, ob das gut geht, ob jetzt Maki gefressen wird oder angegriffen wird. Bin ich mal echt gespannt. Was macht die vorne mit dem? Streichelt das? Sieht aus wie ein Rhinoceros mit Hörnern. Mit mehr Hörnern als einem. Was macht die jetzt? Oh, mal ein bisschen angucken. Ja, beobachtet auf jeden Fall aus der Ferne. Ist wahrscheinlich sicherer. So, dann ist die Frage, ob wir schon mal Zäune ziehen sollten, ne? Sie kocht wieder, sehr gut. Hier ist ja gar nichts drin. Haben wir das Kochen nicht mehr eingerichtet? Meat Soup Forever. In Stock 0, in Production. Ah, die macht gerade Fleischsuppe. Sehr gut. Da. Fleischsuppe. Okay. Die macht gerade das Abendbrot und er forscht weiter an den Häuserbau. Ich denke mal, wir werden dann die Häuser hier so zwischen See und den Feldern aufbauen. Und wir sollten auch, sofern es möglich ist, sollten wir auch genügend Ressourcen für den Winter bereitlegen. Aber da jetzt wäre irgendwie eine richtige Hütte. Oh. Und? Wie schmeckt die Suppe? Gut? Oh, ja, ja, ja. Ach, guck mal hier, er fühlt sich wohl. Simon und Emmeline. Da scheint Sympathie zu sein. Also wenn ich hier zum Beispiel sehe, dass wir hier Sachen bauen können. Wo war es denn? Was bei Furniture? Hier. A Wedding Arch. Also so ein Bogen, wo man heiratet. Ich weiß nicht, worauf das Spiel hinausläuft. Ob die hier noch Beziehungen führen oder sowas? Könnte gut sein, ne? So, das ist alles bepflanzt. Ah, warte mal. Die haben wir noch nicht erforscht. Die gehe ich auch nochmal auf Observe. Okay, Discovery Ulfen. Ah, jetzt wissen wir, wie die Viecher heißen. Also, die heißen Ulf. Und zwar alle. The Ulf were large animals who lived on my planet. On my planet? Aus welcher? Okay. Before we humans caused the extinction. I hope that the gentle giants here will have a better fate. So, named it Ulfen. Okay. Okay, also die scheinen leicht zu jagen zu sein und geben viel Fleisch und viel Häute und so weiter. Aber ich will jetzt Ulfen nicht jagen. Können wir uns nicht vegetarisch? Also ich meine... Mal gucken. Gut, wir haben Ulfen erforscht. Jetzt wissen wir schon mal, dass das ein Ulfen ist. Und das ist bestimmt Papa Ulfen. Oder? Peaceful. Ja, hier steht auch, gibt 60 Fleisch, 40 Leder. Okay. So, und die untersucht jetzt die Pflanzen und ich würde sagen, wir sagen mal, dass sie die Kürbisse hier ernten, oder? Harvest. Mal gucken, was mit dem Vogel? Ist er tot? Ne, er schläft noch. Dem sein Kollege ist in einer der letzten Folgen verstorben. Ich weiß zwar nicht woran. So, und hier werden blaue Beeren untersucht. Ich meine, wir können das alles für uns nutzen, ne? So, warte mal, wie sieht es denn aus mit den Ressourcen? Wir haben... Wir haben 283 Scraps Cloth, also Stofffetzen nenne ich es jetzt einfach mal. Dann haben wir von diesem veganen Leder haben wir und wir haben Fabric. Dann haben wir Brennstoff, ein bisschen Elektronikteile, ein paar CPU-Kerne und eine Powercell. Ist die Powercell für die Waffe, die er hier trägt? Was hat er nochmal für eine Waffe? Pulse Rifle. Munition gibt es gar nicht in dem Spiel. Kann das sein? Weil ich sehe hier nur Nahkampfwaffen und Fernkampf. Aber ich sehe keine Munition. Hm. Okay, ansonsten haben wir 43 Holz, 33 Sticks. Sehr viel Scrap Metal. Das kommt wahrscheinlich aus den Raumschiffen. Die Waffen werden als Null gezählt, weil sie wahrscheinlich an den Personen anliegen, also ausgerüstet sind. Dann haben wir sehr viel Medizin. Und wir haben anscheinend einmal Hosen.
Wir haben zweimal Hosen über. Okay. Synthetisch. Ist die Frage, ob die besser sind als das, was die Leute anhaben. Ich würde sagen, wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Ach, guck mal hier. Ui, die Körbe sind aber schnell weg. Sehr interessant. Das werden sie hoffentlich in der Kiste lagern, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Kürbisse stacken. Ob die auf einem Slot liegen. Hä? Wieso lagern die denn da? Hab ich da irgendwas falsch gemacht? Bitte kein Essen hier rein. Das hatte ich doch schon eingestellt. Achso, wahrscheinlich, weil ich die nachgesetzt habe. So, jetzt. Hier soll das rein. Okay, die kocht auf jeden Fall wieder. Sehr gut. Okay, insufficient storage space. Also vielleicht noch eine zweite Kiste machen für das, dass wenn eine gekocht ist, eine ungekochtes reinpacken. Ah, die räumen jetzt um anscheinend, oder? Ja. Jetzt wird sie die Kürbisse noch umräumen. Was gibt's hier? Was ist denn das hier? Irgendwie was. Was ist die da? Oder eher. Was ist denn da, Quinn? Sieht man das? Sieht man nicht. Ah, doch. Kürbis. Kürbissuppe oder sowas. Moment, hatte ich bei den verboten, dass sie rohes. Nee, die sollen kein rohes Essen essen. Moment mal. Das hatte ich nicht eingestellt. Das wurde nämlich im Tutorial erklärt, dass man bitte nur gekochte Mahlzeiten isst. So, jetzt. Man hätte übrigens auch bei einem Spieler das alles einstellen können, dann hiermit kopieren und bei den anderen einfügen. So, legen sie es schon ins Bett. So, Connor geht ins Bett, dann können wir das Ganze mal beschleunigen. Wir haben ja auch schon 23 Uhr. Ach du Scheiße! Kotzt doch nicht aufs Bett. Ih, der hat da direkt neben dran gekotzt. Der hat direkt neben. Oh, nee. Connor. Na, das. Erholsamen Schlaf, würde ich mal sagen. Hat der zwischen die Matratzen gekotzt. Digga, geh doch in den Wald. Pfui. So, da ist schon jemand wach geworden. So, jetzt hoffe ich mal, zwei Mahlzeiten sind noch da. Warte mal, wer macht denn primär Kochen? Haben wir das schon eingestellt? Cook, nee, haben wir noch nicht. Siehst du, dann gucken wir ganz kurz mal, wer hier hauptsächlich kochen kann. Cooking, 3. Emmeline kann sehr gut kochen. Und ist auch interessiert. Okay, dann machen wir, Emmeline soll bitte primär kochen. Und wer war der andere? Emmelin. Connor mit 2. Nee. Doch, der ist mit 3 ist er dabei. Connor könnte noch kochen. Könnte ich mal auf... bei Connor auf 2 gehen mit dem Kochen. Mal gucken. Mal schauen, ob es hinhaltet. So. Simon erforscht weiter. Das ist sehr gut. Wir lassen das mal laufen, damit wir bald ein Haus bauen können. Das wäre doch mal eine schöne Nummer, oder? Dass wir spätestens nächste Folge hier eine Hütte gebaut haben. Das hat man schon erforscht, ne? Das war der Tee oder sowas. Nee, das war Tabak, war das. Ja, jetzt wird ordentlich gekocht. Sehr schön. So, Marky hat nichts zu tun. Was geben wir denn mal für eine Aufgabe? Was hat denn Marky hauptsächlich für Skills? Harvest and Plant. Dann soll die hier noch die Sachen abbauen. Nur ich habe das Gefühl, wenn wir sie ernten, verderben sie schneller. Ne? Das wäre natürlich auch nicht so schön. Ah, warte mal. Die können... ist das der Kollege aus dem Nest? Wer hat das gekillt? Okay, ich sag mal Button...
Na, Schwächeanfall kann nicht sein bei dem Blut, was hier rumliegt. Aber hey, wir haben Fleisch, würde ich mal sagen, ne? Wir haben auf jeden Fall was zu futtern. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist Meat Soup auf Platz Nummer 1. Das heißt, die verarbeiten alles Fleisch in Suppe. Und das geht dann hier rein theoretisch. Oder lagern die das noch woanders? Jetzt ist noch Platz. Wir müssen da mal drauf achten. Wir machen mal hier auf 4. Und das Waiting for Ingredients. Ja, das sollen die doch priorisiert kochen. Na gut, da kommt ja gleich was rein. So, was ist jetzt hier durchgegangen? Also, wir haben Marky Reach Intellect 3. Okay, die hat dazugelernt sozusagen. Dann haben wir die Construction Basics. Ah, jetzt können wir, guck mal, jetzt geht's los. Jetzt haben wir die, zumindest die Fundamente schon. Aber wo ist dann Dach, Türen, alle da? Nice. Sehr gut. Okay, wir können ein Haus bauen. Dann müssen wir aber mal direkt die nächste Forschung bestimmen. Ich würde sagen, wir gehen auf Elektrizität, ne? Oder? Ich überlege gerade, was wir am besten machen. Oder Jagd. Aber wir haben... Gut, Waffen sind eher für die Verteidigung, würde ich mal sagen. Hier können wir schneidern. Da können wir Klamotten machen. Ich würde sagen, wir machen erstmal Weaponsmithing, ja. Und dann gehen wir auf Electric Grids und die Voraussetzungen sind Electric Grids von den anderen Sachen, genau. So machen wir das. Ja, lassen wir es mal so durchlaufen. Ah, Antibiotika wäre auch eine gute Nummer, stimmt. Falls sie krank werden. Das dauert auch nur 12 Stunden. Dann machen wir das, warte mal, wir machen das so, so, so. Und wir können, einlegen können wir erforschen, damit wir die Sachen haltbar machen. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Ah, die macht Leder. Hat mir hier nicht gesagt. Genau, aus Veggie-Leder soll die Stoff machen. Und was hatten wir hier eingestellt? Forever. Ja gut, wir haben nicht so viel Rohmaterial da, von daher passt das schon. So, jetzt haben wir die Beefberries. Also das sind praktisch Fleischbeeren. Sehr interessant. Okay, dann können wir das auch wahrscheinlich verkochen. Haben wir jetzt neue Rezepte bekommen? Warte mal. Quick Recipes. Meat Soup, Veggie Soup und Grain Porridge. Also wir können auch ein Porridge machen. Weißt du was? Dann nehmen wir doch mal die Notrationen hier raus, oder? Die können wir doch dann später verkochen. Wir sagen jetzt Fleisch, dann soll eine Veggie-Suppe gemacht werden. Und ich würde sagen, bis wir 4 Portionen im Vorrat haben. Ne, aus diesen Kürbissen, die wir gefarmt haben. Und das schieben wir auf nach oben. Auf nach oben. Mhm. Und Fleisch machen wir immer für immer, weil rohes Fleisch aufheben, solange wir keinen Kühlschrank haben, wird es ein bisschen schwierig. So, was haben wir noch? Wir haben die Meat Soup, die haben wir schon, die Veggie Soup und Grain Porridge. Da müsste erstmal die Ernte fertig sein. Gut. So, Marky ist weiter am Forschen. Und er macht ein bisschen Freizeit. Wie haben wir als Mittagspause? Genau, da hatte ich eine Stunde. So, wir haben eine neue Ressource erforscht. Genau, die Veggie Suppe. Was ist hier? Die Seas. Was hat... Oh, Simon hat irgendwie ein Problem. An unknown parasite is causing me fatigue and drowns out. For now there is no cure, but skilled healer may able to think about something. Okay, der hat irgendeinen Parasiten im Körper, der ihn müde sein lässt, oder? Fatigue ist, glaube ich, müde. Das ist natürlich schlecht. Dann haben wir die Beefberries. Das ist gut, die können wir wahrscheinlich auch kultivieren jetzt. Dann haben wir Metall bekommen und wir haben die Construction Basics. Jo, alles klar. Wir haben nicht genügend Lagerplatz. Ja, da müssen wir uns mal Gedanken machen. Jetzt ist die Frage, ist in der Kiste voll? Ne, da sind nur 3 Slots belegt. Wir machen noch eine Essenskiste, genau. Wir bauen einfach noch eine hier hin.
Wir richten die jetzt gleich aus. Ein bisschen doof, dass ich die mit der Öffnung in diese Richtung gedreht habe. So, jetzt können wir hier... Dann machen wir hier die rohen Sachen rein, würde ich sagen. Und Cooked Meal machen wir dann hier. Deselect all. So, roh. Gekocht, ja. Das finde ich echt gut, dass sie das so konsequent umräumen, ne? Das sieht man auch selten. Aber wir können es auch verschieben, oder? Keep empty. Move, hier. Wir können die verschieben. Okay, das müssen wir mal machen. Müssen wir mal an den Rand ranschieben. Gut, wir müssen es eh. Wir müssen jetzt anfangen, die Basis zu bauen. Ich denke mal, das werden wir jetzt in der nächsten Folge dann angehen. Wir haben jetzt erstmal das Essen erforscht. Oder beziehungsweise überhaupt geforscht, dann das Essen erforscht. Wir haben die ersten Felder angelegt. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Ne? Da haben wir hier schon mal dann eine Möglichkeit, noch mehr zu essen. Beziehungsweise Essen herzustellen. Jetzt lassen wir mal den Tag durchlaufen. Wir haben jetzt 17 Uhr und beschleunigen das Ganze mal. Ah ja, perfekt. Okay, diese Emergency Food, auch ungekocht, gilt als gekochtes Essen, weil es schon fertig ist, ne? Oh, was gibt's da? Erbrochenes. Ja. Dann mal guten Hunger, ne? Würde ich sagen. Oh Gott. Es sieht gut aus. Machen sie auch. Jetzt gibt's für alle drei. Aha. Ja, ich würde gerne diese Namen ausblenden können, aber das geht nicht, ne? Die Entwickler haben schon geschrieben, man kann leider, es gibt keinen Screenshot-Modus. Würde ich gerne mal das Einzige, was wir machen, so. Aber es wird trotzdem schwer. Vielleicht macht ja Photoshop den Rest. Mal gucken, was auf dem Thumbnail landet, ne? Götterspeise. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es Götterspeise ist. Es ist irgendein grünes Zeug, was sie sich da gerade reinzerren. Okay. Connor ist wirklich ein Arbeitstier. Der geht schon wieder arbeiten da hinten. Da wird noch schnell ein Kürbis verkocht. Ja, sehr gut. Das sieht doch gut aus. Guck mal, wir haben Essen. Hier steht halt under roof 4 Tage, outside 2 Tage. Jetzt ist die Frage, macht das für die Kiste einen Unterschied, ob sie unter dem Dach steht oder hier? Eigentlich nicht, ne? Ich hoffe, das Spiel sieht das genauso. Wenn nicht, müssen wir die Kisten unter das Dach stellen. Ich meine, wir hätten ja rein theoretisch, könnten wir hier noch einen Deckel dran machen. Oder wir setzen hier noch ein Gebäude dran, ne? Aber wir bauen ja nächste Folge werden wir hier auf jeden Fall eine Basis mal hinzimmern. Ne? Jetzt haben wir ja zumindest schon mal den Teil erforscht, dass wir das überhaupt machen können. Also, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.